Hallo, hier ist Heiko Philo, ich und mein Staat, eine neue Folge. Diesmal geht es ums Thema Menschenrecht. Muss erst mal was beichten. Ich habe Abitur. Ja. Hier ist mein Studienbuch und da ist in der 12. Klasse eingetragen Gemeinschaftskunde. Wir lernen also über die Gemeinschaft. Das Thema war Demokratie und ich habe mir in der 11., 12. Klasse habe ich mir das Thema Menschenrechte ausgesucht. Habe eine Menge gelernt im Fach Demokratie und da werde ich euch jetzt mal was von erzählen. Die Idee ist ziemlich alt, aber so richtig Mode geworden ist sie eigentlich erst im 18. Jahrhundert. Das heißt, das ist, wo die Zahlen mit 17 vorne sind. Und zwar habe ich hier was zum Vorlesen gleich. Als erstes lese ich vor aus der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Man muss sich das mal klar machen, da gab es eine Weltmacht, England, die hatte einen König und der König hatte Kolonien in den USA, in Amerika. Und da gab es irgendwelche Revoluzzer, die haben gesagt, wir brauchen dich nicht mehr König, wir machen das mit dem Regieren lieber selber, lass uns mal schön in Ruhe. Und haben sich unabhängig erklärt. Und dann haben sie folgenden Text geschrieben, der fängt so an. Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören, dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingerichtet werden, die ihre rechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten. Also wir haben Gleichheit, Menschen haben bestimmte Rechte, die gehören ihnen sozusagen nicht, weil der Staat sie ihnen gegeben hat oder irgendjemand anderes, sondern die haben die. Unveräußerlich, die können sie auch nicht wieder hergeben, die sind mit denen verbunden. Recht auf Leben, keiner darf mich umbringen, ich bin frei und ich kann mein Glück so suchen, wie ich das gerne möchte. Und die Regierungen, also der Staat, der schützt diese Rechte, dass ich das wirklich machen darf und dass kein Verbrecher mir das kaputt machen darf. Fand ich super, finde ich eine gute Idee. Und ich hab mir dann angeguckt, wo hat sich das denn überall noch verbreitet? Erzähle ich gleich. Hat sich ganz schön verbreitet. Ist echt Mode geworden. Nochmal was anderes, ein anderer Text, auch aus den USA. Da hat so ein Parlament von Virginia gesagt, wir machen eine Declaration of Rights, eine Erklärung von Rechten. Auch 1771, paar Monate früher als die Unabhängigkeitserklärung. Und die lautet so. Alle Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhängig und besitzen bestimmte angeborene Rechte, welche sie ihrer Nachkommenschaft durch keinen Vertrag rauben oder entziehen können, wenn sie eine staatliche Verbindung eingehen. Und zwar den Genuss des Lebens und der Freiheit, die Mittel zum Erwerb und Besitz von Eigentum und das Erstreben und Erlangen von Glück und Sicherheit. Also es ist im Grunde nochmal genau dasselbe. Hier steht noch was von Sicherheit drin, keiner darf mir was tun. Genuss des Lebens und der Freiheit, also ich bin frei und darf leben, Besitz und Eigentum, ne? Und das mit diesen, man kann die Rechte nicht durch einen Vertrag der Nachkommenschaft rauben oder entziehen. Das heißt, die haben im Grunde gesagt, was unsere Eltern gesagt haben über irgendwelche Rechte von uns, das interessiert uns mal gerade gar nicht. Wir haben die Rechte so, wie wir sie haben, und alte Verträge interessieren uns nicht. Wir machen es einfach neu. Ja, aber hier ist nicht der Bezug auf den Schöpfer, aber die waren alle christlich, ist egal, aber wir haben diese Rechte. Das ist die Idee der Menschenrechte. Da ist das richtig mal zum Trage gekommen. Und in Europa kam es dann auch dazu, dass in der Französischen Revolution Revolutionäre gesagt haben, wir schreiben uns jetzt auch Menschenrechte in die Verfassung. Und da gibt es 1789 die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von den französischen Revolutionären. Da steht, der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Menschenrechte. Diese sind das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. Und zur Freiheit steht hier noch, die Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet. Also wenn das mal keine klaren Worte sind. Ich bin frei, ich habe Eigentum, dann darf sicher sein, keiner darf mir was tun. Und wenn mich unterdrückt werde, darf ich mich wehren. Und ich kann alles machen, solange nicht ein anderer dabei zu Schaden kommt.
Und die politische Vereinigung, also der Staat, der schützt meine Rechte. Also finde ich gut, fand ich total klasse. Der Staat ist wirklich echt eine Hilfe an der Stelle und diese Menschenrechte ist eigentlich eine super Idee. Und das hat auch ganz schön um sich gegriffen. Damals war das noch ein bisschen im 18. Jahrhundert ein bisschen schwer. Die haben Menschenrechte gedacht, Menschen sind eigentlich nur Männer. Frauen sind keine Menschen, wenn es danach geht. Sklaven sind auch keine Menschen, keine Menschenrechte. Und über Kinder hat noch überhaupt keiner nachgedacht, ob die Rechte haben. Das hat sich dann später gebessert, aber damals war das halt noch nicht so. Wollte ich nur der Vollständigkeit halber dazu sagen. Und jetzt kommen wir nach Deutschland. Mein schönes, liebes Land, ne? Die sind nicht so mit dem Revolution, das war irgendwie schwierig in Deutschland und die haben es dann versucht, 1848, also 60 Jahre später als die Franzosen, haben es nicht geschafft. Aber was sie gemacht haben, sie haben halt eine Verfassung geschrieben, Paulskirchenverfassung, und da haben sie jede Menge Menschenrechte reingeschrieben. Immerhin, das wurde irgendwie auch geltendes Recht dann, aber es gab weiter den Kaiser und dann gab es einen Krieg und dann war es vorbei mit dem Kaiser und dann gab es eine demokratische Verfassung, die Weimarer Reichsverfassung. 1919 war das. Und da waren dann auch wieder jede Menge Grundrechte und Menschenrechte drin. Dann gab es eine sozialistische Diktatur, wieder einen Krieg. Und dann haben sie es nochmal versucht, die Deutschen, und haben gesagt, jetzt machen wir wirklich nicht was Sozialistisches, sondern jetzt machen wir wirklich einen freiheitlichen Staat. Und das ist dann das Grundgesetz 1949. Und da steht drin, Artikel 2, Absatz 1, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Ja gut, kann man verstehen, aber die freie Entfaltung meiner Persönlichkeit finde ich erstmal cool. Kann man doch echt mitarbeiten. Artikel 2, Absatz 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das heißt, es darf mir keiner irgendwas tun. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Unverletzlich. Also ganz schön stark, finde ich. So, also das fand ich, war doch mal ein echt guter, hat ein bisschen gedauert, aber die Deutschen haben es dann sehr gründlich gemacht. Jetzt waren die Frauen und die Sklaven auch mitgemeint. Die gab es nämlich nicht mehr, Sklaven. Und das Gute an dem Verfassungsgericht, an dem Grundgesetz, ist, dass da auch ein Verfassungsgericht mit drin war. Das heißt, wenn irgendein Gericht Mist entschieden hat im Staat, und wenn der Staat vielleicht ein Gesetz erlassen hat, das verfassungswidrig war, das heißt, das gegen die Menschenrechte in der Verfassung verstieß, dann konnte jeder Bürger, und kann auch heute noch, zum Verfassungsgericht gehen und sagen, das finde ich nicht in Ordnung, das habt ihr anders hier versprochen in der Verfassung, haltet euch bitte dran. Und dann sagt das Verfassungsgericht, entweder, ja, stimmt, hast recht, oder eben, tut mir leid, das sehen wir anders. Aber mein Beispiel, dass das auch immer mal wieder funktioniert hat, es gab ja diese Zivilflugzeuge, die in die Türme vom World Trade Center geflogen worden sind. Und daraufhin hat dann der Bundestag ein Gesetz erlassen, nachdem man solche Zivilflugzeuge, die als Waffen benutzt werden, abschießen kann. Und dann sind die Leute zum Bundesverfassungsgericht gelaufen und haben gesagt, das ist doch, kann doch nicht in Ordnung sein. Und dann hat das Verfassungsgericht gesagt, nix mit dem Abschießen, das haut nicht hin. Da sind Menschen drin, die sind unschuldig. Ihr könnt nicht irgendwelche Menschen opfern, nur damit andere gerettet werden. Menschenleben aufrechnen geht nicht, weil körperliche Unversehrtheit, Recht auf Leben, ist unantastbar. Das Gesetz ist hinfällig. Man musste das wieder in die Schublade tun. Also ich will damit sagen, dieses Verfassungsgericht, das war damals, als es 1949 neu war, eine echt coole Erfindung. Das gab es noch kaum irgendwo anders. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass die Regierung in ihrer Willkür ein bisschen eingeschränkt worden ist. Also das, ich will nur damit sagen, habe ich da alles damals gelernt. Das Grundgesetz ist eine ziemlich moderne Verfassung, relativ freiheitlich und eine echt feine Sache gewesen. Ne? Also, klasse. So, das war das, was ich damals so gelernt habe. Habe ich mir so gedacht. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich finde das mit den Menschenrechten immer noch eine ziemlich gute Idee. So eine gute Idee, dass ich sogar eine Videoserie darüber gemacht habe. Das ist diese Moralserie. Wie man die herleiten kann, ohne Schöpfer und ohne so Geburt und so. Aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Aber diese Idee, dass der Staat die Menschenrechte schützt, dass er der Hüter der Menschenrechte ist, die, würde ich sagen, die glaube ich nicht mehr so ganz.
Also, weg mit der Fahne. Und zwar muss man sich mal klar machen, wenn das so stimmt, was hier steht, wenn man das mal ernst nimmt, Freiheit steht da immer wieder, Sicherheit, körperliche Unversehrtheit, dann dürfte eigentlich der Staat mich nicht zwingen. Freiheit ist das Gegenteil von Zwang. Und Zwang ist das Gegenteil von Freiheit. Körperliche Unversehrtheit, da kann mir keiner mich hauen oder auf mich schießen oder mich festhalten oder mich zwingen. Das geht nicht, wenn er mir nichts tun darf. Und was macht der Staat? Wenn ich etwas tue, wo ich niemand anderes durchschade, zum Beispiel, ich höre auf meine Kinder, die sagen, weißt du, Papa, wir wollen nicht in die Schule gehen. Wir lernen anders viel besser. Und das stimmt auch. Und wir wollen nicht in die Schule gehen. Können wir nicht lieber zu Hause bleiben? Und ich sage, ja, ihr seid wirklich so fitte Kerle. Ihr habt so viele Bekannte und seid so umtriebig und so interessiert. Die Schule hält euch eigentlich nur auf. Also ihr braucht nicht in die Schule zu gehen. Und ich weiß ja auch, dass man eigentlich viel besser lernt außerhalb der Schule. Eigentlich ist in Ordnung. Ja, dann hätte ich mich doch hier ganz friedlich geeinigt auf eine ganz sinnvolle Geschichte. Darf ich aber nicht in Deutschland. Dann kommt irgendwie ein Bußgeldbescheid, dann kommt irgendwie ein Vollstreckungsbescheid und irgendwann kommen die Leute von der Polizei und ärgern mich. Also der Staat zwingt mich, meine Kinder in die Schule zu schicken. Und wenn ich dann auch noch sagen würde, noch die Frechheit verdoppeln würde und sagen würde, ich brauche die Schule nicht, meine Kinder brauchen die Schule nicht, ich zahle auch nicht dafür. Ich kürze meine Steuern um ein paar hundert Euro im Monat, so teuer ist nämlich ein Schulplatz, und zahle ich nicht mehr. Kriege ich natürlich auch ein Problem, kann ich nicht machen. Meine Steuern muss ich abgeben, und wenn ich das nicht mache, gibt es wieder diese komischen Zettel, Bescheide, und irgendwann kommen die Leute mit den Waffen und sagen, mein lieber Freund, entweder zahlst du jetzt, oder wir nehmen dich jetzt mit. Also der Staat ist eigentlich jemand, nicht eigentlich, der Staat ist derjenige, der am massivsten und am systematischsten meine Menschenrechte verletzt. Der bedroht mich und der schützt überhaupt nicht meine Menschenrechte, sondern er bricht sie am massivsten. Das heißt, der Staat ist überhaupt nicht der Hüter der Menschenrechte, sondern er hängt sich nur das Mäntelchen der Tugend um, dass er die Freiheiten schützt. Wie macht er das? Er garantiert mir einzelne Freiheiten. Nämlich zum Beispiel, ich darf umziehen, wenn ich will. Ich kann meinen Beruf wählen, wie ich will. Ich kann mich anziehen, wie ich will. Heiraten muss man auch nicht mehr die Stände beachten oder sowas. Also ich habe jede Menge Freiheiten und ich kann auch sagen, was ich will. Zum Beispiel das hier. Und das garantiert der Staat mir. Also wenn mir das jemand verbieten wollte, oh, da ist mein Staat schön auf meiner Seite. Also einzelne Freiheiten, die schützt der Staat. Aber nicht meine Freiheit insgesamt, wenn ich einfach sage, ich mache das, was ich für mein Glück für richtig halte. Obwohl es sozial ist und niemanden stört, ich darf es nicht tun, habe ich ja gerade deutlich gemacht. Und jetzt lese ich euch nochmal die Definition vom Deutschsein vor, die steht nämlich auch im Grundgesetz. Ich habe den Artikel 2, Absatz 2 nicht ganz vorgelesen, ich lese ihn nochmal ganz vor. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das ist die Definition von Deutschsein. Warum? Weil es ist nicht okay, wenn einer willkürlich im Einzelfall einfach mal so aus der Laune heraus ein Menschenrecht verletzt. Das geht nicht in Deutschland. Aber wenn man ein Gesetz macht, das heißt, wenn man angekündigtermaßen planmäßig und systematisch Menschenrechte verletzt, das ist okay. Das ist nämlich ordentlich. Also ordentliche Menschenrechtsverletzung, das ist in Ordnung. Ne? Ist das nicht deutsch? Das ist doch sehr deutsch. Also wenn man sich das so anguckt, dass der Staat eben nicht der Hüter der Menschenrechte ist, sondern eben der systematische Verletzer von Menschenrechten, dann wird eigentlich klar, dass diese Sachen, die ich da so schön vorgelesen habe, die stehen ja alle in irgendwelchen Staatsdokumenten, dass das letztlich doch wieder nur Politikergeschwätz ist. Und darauf ist eben kein Verlass. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.